Musik aus Hannover hat ja durchaus Rang und Namen. Denken wir nur an Bands wie Fury in the Slaughterhouse oder Terry Hawks. Aber Musik für Hannover, das hat es bisher noch nicht gegeben. Jetzt haben hannoversche Künstler ein Lied für Hannover aufgenommen. Es heißt Welcome Home. Warum Hannover nun ein eigenes Lied hat, weiß meine Kollegin Sarina Fischer. Hannover liebt mich. Unter diesem Motto ist ein einzigartiges Projekt entstanden. Eine musikalische Kampagne für die Stadt und die Region Hannover mit eigenem Song. Initiiert wurde das Projekt vom Kreativnetzwerk Hannover. Also es gab zum einen den Hauptansatz, dass die Kreativen gesagt haben, wir wollen eigentlich gerne was zurückgeben an die Stadt, in der wir alle wohnen, in der wir alle arbeiten, in der wir uns alle sehr wohlfühlen. Und dann gibt es ja diesen Ansatz, den viele andere Städte machen, I love New York etc., ja, wo es immer aus der Ich-Position ist. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich Quatsch, denn wir fühlen uns hier geliebt, wir fühlen uns hier wertgeschätzt und wir drehen das Ganze mal um. Und darum gibt es genau ja diese Schreibweise mit dem Hannover Loves Me. Welcome Home, so heißt der Song für Hannover, der bei dieser Kampagne entstanden ist. Geschrieben und aufgenommen wurde er von der hannoverschen Rockband Terry Hawks. Produzenten sind Marco Heggen, ehemaliges Mitglied der hannoverschen Band Marquess, und der Musikproduzent Jens Krause. Für die Aufnahmen sind rund 30 Sängerinnen und Sänger aus Hannover zusammengekommen, um den Song gemeinsam zu interpretieren. Die haben wir eingeladen, einfach vorbeizukommen. Ich habe mir überlegt, wer kann denn welche Stelle singen, zu wem könnte was passen. Und die Liste ist sehr, sehr lang. Also das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich kann ja mal ganz grob, Denise Nimbay ist dabei, Maybe Bob sind dabei, Kirsche ist dabei, die Wingenfelder Brüder sind dabei, Spex ist dabei. Tukunbo ist dabei. Also ganz, ganz viele verschiedene Sänger und Sängerinnen aus ganz verschiedenen Genres. Der Song Welcome Home verbindet die hannoversche Musikszene und leistet zugleich einen wesentlichen Beitrag zur Bewerbung der Stadt Hannover als UNESCO City of Music. Das Motto der Bewerbung passt: Eine Stadt im Chor. Das, was wir an Vernetzung hier jetzt heute schon haben, das zeichnet Hannover aus. Hannover ist eine sehr musikalische Stadt und ich bin mir ziemlich sicher, wir haben sehr gute Chancen, auch diese Auszeichnung zu bekommen, UNESCO City of Music. Bei der Fête de la Musique am 21. Juni wird Welcome Home um 18.30 Uhr von verschiedenen Künstlern auf allen Bühnen parallel gespielt. Dann werden die Menschen aus Hannover die musikalische Liebeserklärung an sie erstmals live hören können.